out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. Ahoi! Liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind unterwegs irgendwo in Niedersachsen, irgendwo in der Nähe von Celle, irgendwo, wo Wasser ist. In Wienhausen. Na gut, wir sind bald da. Mit der Hanno-Van-Truppe. Drei sind schon da. Einer fehlt wie immer, die Alten da, ne, die aus Norwegen. Ach, die brauchen halt immer ewig. Aber so wirklich los geht's wann erst? Nach dem Intro. Im Hintergrund läuft der Kompressor. Ich habe ihn Jörg geliehen. Der hat nämlich einen Reifen ein bisschen wenig Luft drauf. Liegt an diesen tollen Kappen. Weil sollen, wenn man unterschiedliche Kappen drauf hat, dann ist natürlich unterschiedlich auch der Reifendruck. Habt ihr wieder was gleich am Anfang gelernt? Sonst haben wir hier eine Wagenburg gebaut. Da hinten ist so einer Minimi, der hat schon geheult, dass wenn Mücken kommt, will er sofort los. Genau, der winkt so fröhlich. Also kann man gar nicht verstehen. Weil wir haben, glaube ich, Autan dabei, hast du gesagt. Wenn nicht, wirst du das holen. Nein, haben wir. Ja, es ist ein durchwachsenes Wetter. Heute fängt schon wieder leicht an zu regnen. Deshalb sind die ganzen Markisen hier raus. Genau. Und falls ihr einen Service haben wollt, und zwar einen Fegeservice, dann mark@fegeservice. Der fegt euer Auto die ganze Zeit. Also wenn ihr das haben wollt, könnte ich euch nur empfehlen. Oh Gott, hoffentlich gibt es diese Internetseite. Zur Not verlinken wir das bei uns nochmal. Ja, genau. Wir sind hier auf dem, was ist das, Campingpark, Campingplatz? Ja, ist sowas wie ein Campingplatz hier, genau. Ist auf jeden Fall, ist urig auf jeden Fall. Es ist urig, genau. Und wir wollen hier auch ein bisschen was erleben, deswegen bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Aber was wir da erleben, ich glaube, das erzählen wir dann erst später. Theoretisch habe ich das ja schon gesehen. Ach ja, aber ob das kommt, das wissen wir heute noch nicht, weil... Das hängt vom Wetter ab. Genau. Richtig. So, jetzt wollen wir uns hier alles noch fertig machen. Mal gucken, wo wir den Fegeservice jetzt gleich hinsetzen und dann geht's weiter irgendwann. So, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Ich habe den Jörg mitgenommen, weil er will uns nämlich mal zeigen, wo wir denn hier morgen was erleben können. Schauen wir mal, Jörg, wa? Genau, also wir machen morgen eine Paddeltour. Und was hier ganz angenehm ist, ist, dass man hier nämlich eine Rundtour machen kann. Das heißt, und wieso, wir starten hier vom Campingplatz am Mühlengraben. Und der Mühlengraben war zur Bewässerung für das Kloster hier in Wienhausen für die Fischteiche. Da setzen wir ein bei einem Graben, können dann eine Rundtour machen und setzen dann um in die Aller und kommen dann über die Aller zum Campingplatz zurück. Also der Campingplatz liegt im Prinzip zwischen Mühlengraben und Aller. Ja, genau. Auf der Karte habe ich mir das schon mal angeguckt. Vielleicht können wir euch das auch einblenden. Und ich glaube, links ist der Mühlengraben. Jawohl. Da werden wir dann wohl einsetzen hier. Genau. Mal sehen, hier jetzt rein. Ja. Okay. So, wie man sieht... Das ist die Einsatzstelle für morgen früh oder morgen Mittag, je nachdem, wann wir wach werden. Auf jeden Fall cool, dass hier schon mal keine, wie heißt das, Flut? Nee, wie heißt das? Strömung. Strömung. Danke, genau, Strömung ist. Das da hinten sieht schon ziemlich idyllisch aus, wenn man da durch diese Bäume da durch muss. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wenn nicht, blende ich mal ein Bild ein. Ich würde sagen, das wird spannend, oder? Ja, und auf der anderen Seite kommen wir wieder an. Okay, das ist da hinten dann in die Richtung, da müssen wir das Boot dann ein bisschen schleppen. Genau. Prima, das gucken wir uns morgen an. Jo, es ist mal wieder Abendessenzeit und wie man sieht, hier spaltet sich das Publikum, weil wir essen, die drei wollen noch nicht. Die wollen noch auf Marco und Nick warten natürlich. Wie immer gibt's Würstchen. Und redelst du hier mit dem meinen Würstchen hier rum? Na, mit Essen spielt man nicht. Ja, wir warten immer noch auf diese alten Norweger.
die auf jeden Fall, wenn sie so weitermachen, in einem reißenden Fluss dann liegen. Aber das stört uns nicht, wobei es ist interessant, wir können also jetzt kommende Nacht prüfen, ob so eine Wasserrinne, also keine Ahnung, wie das hier, dieses chinesische Zeug hier, dass man auf so einer Wasser, keine Ahnung, wie nennt sich das Wasser? Nein. Keine Ahnung. Dass man auf Wasser halt nicht schlafen kann, so eine Wasserlinie, keine Ahnung, ihr wisst doch, schreibt dort runter. Meinst du ein Wasserbett? Nein, Nein, das ist Wasserader. Ach, Wasserader. So. Ach, die genau. Wasser, der Jörg, der weiß. Genau, ja. Die, deshalb, die haben definitiv eine Wasserader unter ihrem Bett. Mal gucken, ja. Ob, und wenn die sagen, man kann da drauf gut schlafen, dann wissen wir, dieses ganze chinesische Scheiß ist Schwachsinn, braucht kein Mensch. Ah, so. Ach so, nach Konfuzzi oder so, wie heißt das? Naja. Was, Konfuzius? Ja, genau. Oder das hat so. Damit überhaupt nichts zu tun. Das ist Feng Shui. Feng Shui, so heißt das. Konfuzius war der aus der Lindenstraße. Ah, der aus der Lindenstraße, ja, genau. Oh Mann, bevor das jetzt hier noch wilder wird, ich glaube, wir fangen jetzt erstmal an zu essen, denn ich habe Hunger. Ja, dann Mahlzeit. Mahlzeit. So, wir schreiben 48 Stunden später. Diese Hannoveraner, Norweger sind auch mal endlich angekommen. Macht er das öfters, Tanktop? Ja, das muss eine Krankheit sein, da läuft ja noch so einer umher. Er kann froh sein, es ist gerade so dunkel da. Ja, jetzt wird es hier eingepackt, mal gucken, ob sie das auf die Reihe kriegen. Kann sich aber nur um Stunden handeln, weil solche alten Norweger sind ja, brauchen ja ewig. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Oh, yeah. Shut the lights, go infrared. Get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Und das regnet wieder. Ich hätte ja guten Morgen gesagt. Also, dann sagst du guten Morgen und ich sage, es regnet. Nein, ich sage auch guten Morgen. Wir haben es 9 nach 8. Ja. Wir haben Fraktionen zur Linken und zur Rechten, die genau. Noch schlafen, beziehungsweise wie immer da am Handy. Mal einer, ne? Juhu! Beziehungsweise am Handy daddeln. Ja. Wie, als wenn ich das nicht anders machen würde, aber pst. Marco ist auch schon wach. Ja. Jörg ist, glaube ich, duschen oder so, oder er war. Also, ich sag mal so, Jörg ist jetzt duschen, kann man so sagen, er läuft draußen im Regen umher. Ja. Also, ich glaube, er hatte gerade geduscht, jetzt duscht er nochmal. Genau. So. So. Unser Frühstückstisch ist gedeckt. Ja, siehst du, da wird auch gerade wer wach, weil, ne, wo wir gesagt haben, Frühstückstisch ist gedeckt, genau. Da werden die anderen dann wach. Das, naja, das war ja klar. Genau, das Wort Frühstück, das war das Codewort. So ist es nicht. Ich habe denen ja schon Kaffee angeboten, aber die hatten keine Tasse rausgehalten. Ja. Da gibt es auch keinen Kaffee. Aber hier steht er auf dem Tisch aus, es ist auf jeden Fall mehr gekocht. So, wir werden jetzt erstmal frühstücken. Genau, ich habe nämlich Hunger. Mach das Ding aus, sonst gibt es kein Frühstück. Kamera aus. Das Frühstück ist durch, der Abwasch ist erledigt. Das stimmt nicht, da hinten, Anni, die trocknen ab da hinten. Ja, genau. Ist ja nur noch abtrocknen, aber nein, wir haben unseren Sachen schon erledigt. Gerade, wenn ihr wissen wollt, was da hinten geschmiedet wird, müsst ihr irgendwann kommt mal so ein geheimer Podcast. Der ist so geheim, dass ihr den erstmal selber suchen müsst, denn hier werden Sachen vereinbart, Beziehungen werden enden, also man glaubt gar nicht, was da so los ist. Ja. Unfassbar, und alles das werden wir euch hier nicht verraten. Und ich versuche das mal einzufangen, was sie da hinten beide machen, nämlich ein bisschen abzuwaschen. Mal sehen, ob man das dann einbringt. Aber dann verrätst du ja, über wen wir reden. Ach so, na ist egal. Das ja, wer hier Geheimnisse? Nee, nix da. Ist nicht. Genau, die Zeiten sind vorbei. Genau. Ja, wir warten jetzt ab, dass es irgendwann losgeht, dass wir... Nein, oh Gott, meine Uhr will hier mit mir reden. Bis wir Kajak, so eine Wasserpaddeltour machen. Genau, es wird nämlich gesagt, dass ab 11 bis 12 kein Regen mehr da sein soll. Sonne kommt schon, wir haben schon Glück und dann geht das los. Dann werden wir eine schöne Paddeltour machen. Ich glaube, das wird ziemlich idyllisch. Der Marcel hat den Auftrag, ganz viel Videomaterial zu sammeln, dass ich das dann wieder zusammenschneiden darf und was Schönes draus bauen kann. Ja. Das war mein Auftrag? Ja, das ist dein Auftrag, dafür paddel ich ja mehr. Hol mal bitte den Roller raus, ich muss weg. Ja, wenn du das nicht miterleben willst. Das war so gar nicht geplant. Ach, das ist doch schön. Wir freuen uns auf jeden Fall schon.
Ja, gestern war es auch noch sehr lang und heute so früh, ich weiß nicht, also es gibt ja Frühaufsteher, die stehen um 5 Uhr morgens auf, andere stehen um 7 Uhr. Wir wollen ja morgens keinen auf angucken, ne? Wieso? Ach nee. Der ist da hinten. Wir wollen da hinten keinen angucken. Stimmt. Genau, jetzt werden die falschen, Entschuldigung, die falschen Leute werden auch noch. Senile Bettflucht. Senile Bettflucht, ja, Flucht, genau, ja. Wenn ihr dafür Mittel kennt, ja, bitte mal in die Videobeschreibung. Ja, 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 wir brauchen da ein Mittel dagegen. Und dann, ne, direkt vor deinem Fenster, quack, 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 quack. Nein, die waren leise, doch. Wirklich. Also ich muss sagen, im Gegensatz zu sehr dem Tag davor war Marco sehr leise. Ja, so. Ich habe ihn gar nicht gehört, ich habe eher Jörg gehört. Sehr rücksichtsvoll. Nee, wir werden jetzt noch die Zeit kurz ein bisschen aussitzen und dann geht das hier los und dann nehmen wir euch natürlich mit. Los geht's für uns. Aber auch irgendwie nicht, weil die sind noch gar nicht so weit. Was machen wir jetzt? Ja, die diskutieren da wohl noch wohl, würde ich sagen. Ne? Also ja, dann stellen wir es jetzt wieder ab, weil es macht ja keinen Sinn. Ja, dass dann stellen wir es jetzt hier wieder ab. Hier sind die ganzen laufen Boote. So, stell das jetzt da ab. Weil, ach so, nee. Da drinne, die brauchen noch so ewig lange. Der alte Mann ist ja noch nicht fertig. Ja. Auf los geht's los. Genau. Was machst du denn jetzt hier? Ach, du wolltest vorweg. Ich muss vorweg, sonst geht das ja nicht. Gut. Genau, also okay, muss man die Kamera so halten. So, die wichtigen Fragen sind schon geklärt. Handy ist dabei, damit Insta geführt wird. Wir haben tatsächlich auch die Drohne dabei, mal sehen. Das kann ja was werden. Ja, schauen wir mal, ob es eine Wasserlandung wird. Für euch, er versucht nur eins, er will die Drohne loswerden, damit ich ihm eine neue erlaube. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich bleibe aber beim Nein. Prosecco wird auch schon gesprochen, und nein, haben wir halt nicht dabei. Sind wir aber mal gespannt, Wasser, was das wird. 3 Stunden jetzt auf See. 3 Stunden? 3 Stunden. Die drehen schon wieder die ersten um, okay, genau, hätte ich nicht sagen sollen. Ohne Ausstieg. Und 2 Stunden ohne, ja genau, ohne Ausstiegsmöglichkeit. Also wer nochmal pinkeln muss, der geht jetzt nochmal schnell. Bei dem Wall merkt aber keiner. Gut, Stefan, ich mache jetzt hier die Kamera aus, ne? Ja. Also theoretisch, praktisch bleibt das jetzt so lange an, bis wir da angekommen sind. So, mal sehen, ob es eine Wasserlandung wird. Aber ich glaube, die beiden kriegen das hin. Also das Boot hat einen Profi an Bord. Also wenn die es nicht hinbekommen, dann ist vorbei. Das stimmt. Hobbyruderer. Untenrum jungen Antrieb, ja siehste. Crocs gehen auch noch mit drauf. Und schon sind sie weg. Ja. Sollen wir als nächstes? Ja. Ja, bitte, wenn ihr wollt. Ihr müsst uns nur auf uns ein bisschen warten. Ich ziehe gerade, aber Marco hängt da. Komisch. Waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Also ich weiß schon, was ich getan habe. Das auf jeden Fall. Er ist sehr fleißig. Jetzt könnt ihr sagen, ich bin wieder der faule Sack. Ja, ich bin der, der die ganzen Aufnahmen hier macht. Und ab und zu versuche ich mitzupaddeln. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht eine Stelle erwischt habe, wo ich gerade die Aufnahme mache, wo Stefan extrem schwer hat. Ich sehe, Strömung ist ganz schön da. Ja, aber nachher wird es dann angenehmer, wenn wir auf der Aller sind, dann fahren wir mit der Strömung. Alles gut, das kriegen wir schon irgendwie, genau, hin. Und da hinten sind noch die anderen
alle da, kein verloren, Gegenverkehr hatten wir und jetzt machen wir einfach weiter. Eine schöne Tour. Driften komplett nach links weg. Ja. So, jetzt ist das passiert, was wir alle ahnten. Wir müssen schon wieder abgeschleppt werden. Genau. Unser Boot hat das Falsche getankt. Und zwar mich. Im Wagen vor mir sitzt die alte Hexe. Fährt ständig links und lockt die ganze Spur. Das Problem ist, dass sie echt von links nach rechts gehen. Das ist schon schwierig. Dann da gerade zu paddeln. Wow, wow, wow. Das war die Brennnessel, die wollen wir nicht im Boot haben. Wir müssen aufpassen, dass wir Also, ich glaube, das sollten wir sein lassen. Das sollten wir, glaube ich, sein lassen, weil ich kann nämlich da gar nicht gegen paddeln. Das schaffe ich gar nicht, weil die sowieso von links nach rechts gehen. Aber es ist mal ein Versuch wert. Wo wenn es jetzt gerade geht, dann könnte es funktionieren. Ah, ui, ich glaube, wir haben unseren Takt gefunden. Jungs, Attacke! Und das Gemüselaster da drinnen, das brauchen wir heute Abend noch für den Pott. Nein! Yippie! Okay, das war schon mal sehr witzig. Wir sind jetzt im Wald angekommen. Ja. Eine Spinne wieder. Blase habe ich auch schon. Aber gut, das ist halt so. Kommt vor. Aber wir haben wohl jetzt so langsam den Kanal erreicht, wo wir links müssen, um dort dann zur Alla zu kommen. Unsere Mitreisenden haben wir gerade verloren, weil Scully dringendst aus dem Boot raus musste und ein bisschen Pipi oder vielleicht auch ein bisschen mehr machen muss. Jo. Ja. Ach ja. Ist schon eine interessante Tour. Aber die 3 Stunden, die unser Meister da angespielt hat, der hat wahrscheinlich nicht mit uns gerechnet. Ja, wir brauchen ein bisschen länger, das ist halt klar. Aber wir wollen ja eigentlich auch hier noch so eine, weiß ich nicht, Kaffeezeit machen oder sowas. Mal gucken, ob das noch stattfindet. Mal sehen, ob die noch aufhaben und so weiter. Also gut, was heißt aufhaben? Ist es jetzt... 16 Uhr. Ja gut, es ist 15.41 Uhr, also...
Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht geht das ja bis 17 Uhr oder sowas, vielleicht haben wir ja Glück. Ja. Ich weiß auch nicht, wo das ist und ich weiß auch nicht, wann sie kommen. Aber ja, gut. Das heißt, wir warten jetzt einfach ab. Pause ist gut. Genau. Bisschen pausieren. Fische gucken auch hier mal raus. Also können wir angeln. Gibt's ja, da waren ja vorhin Angler da oder ein Angler war da. Ja, es war nur ein Fliegenfischer, der erzählt ich. Genau. Na guti, wir wollen jetzt hier nicht ewig lange rumlabern. Wir warten jetzt auf die anderen und dann melden wir uns wahrscheinlich, wenn wir auf der Aller sind. Pick me up, throw me out. So, gleich platscht es rein, platschen sie rein, so wollte ich sagen, aber nee, haben Glück gehabt. Unsere Retter. Ja, die haben uns den letzten paar Meter abgeschleppt, wir konnten auch nicht mehr. Also es war echt jetzt gerade mal kurz durch. Also das ist auch nicht schlecht, muss ich ja sagen, also ich habe einen Masseur dabei. Der Jörn, der macht das gut, ja. Ich frage mich, ob das in der Hanno-Benz-Gruppe als Angebot ist, weil jetzt haben wir einen Feger, einen Masseur. Das stand aber auch nicht in der Tourenbeschreibung. Genau, ich wollte gerade sagen, ja. Außerdem hätte man das als Abenteuer-Kanu-Tour verkaufen können. Ja. Aber alles gut, wir kriegen das schon hin. Jetzt ist ja angeblich nur noch stromabwärts. Ich hoffe es zumindest, nicht, dass wir jetzt wieder enttäuscht werden. Mal gucken. Nee, 50 Meter noch in irgendeinem Kanal. Ach, 50 Meter noch in irgendeinem Kanal. 2,5 Stunden unterwegs. Oh, jetzt ist Marinho. Ja, ja. Ja. So, das Boot kommt jetzt auch raus. Also werden wir mal gucken, was wir jetzt hier weitermachen. Ja, wir haben einen Ort entdeckt, der mir sehr bekannt vorkommt aus meiner Kindheit. Wir haben gute Freude eine Laube gehabt, eine Datscha. Und zwar in Langlingen. Tja, coole Sache. Das Werder. Früher konnte man da auch runterpesen, aber naja, gut. Ich glaube, dieses Wehranlage ist, glaube ich, defekt und da öffnet sich diese Stufen-Dingens nicht mehr, sodass dass man da runterfahren kann mit dem Boote, aber naja. Es ist ja nicht so schlimm, wir konnten auch rübertragen. Genau. Dann gehen wir jetzt hier auf die Aller und dann geht es bis zum Campingplatz einfach nur noch der Strömung entgegen. Vielleicht gibt es noch mal eine schöne Aufnahme, wir lassen uns überraschen. Genau, ich bin auf jeden Fall ziemlich schon kaputt, muss ich ehrlich sagen. Ja, hatten jetzt aber hier an dem Gasthof einfach mal Kuchen und ein Getränk, also eine Stärkung, gute Rast und jetzt, naja, theoretisch in einer Stunde sind wir da, ist ja passend, weil irgendwann müssen wir uns auch beeilen, weil es ist noch mal ein Gewitter angesagt. Ja, zu 18 Uhr, also wir sollten jetzt einsetzen und dann Attacke machen. Genau, sehen wir mal zu hier. Los geht's! How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until
till winter comes. It really makes me wonder. So. Der Südflügel macht mich mit. Wir werden. Ah, jetzt geht's weiter. Genau, wir werden abgeschleppt. Genau. Wir werden jetzt abgeschleppt. Nee, besser gesagt, wir werden geschoben. Was ganz Neues hier. Ein Schub ist das. Na, also wie das auch auf Kanälen immer so ist. Das heißt, wir sind das dicke Kreuzfahrtschiff und hinter uns sind die ganzen, wie heißen die komischen kleinen Dinger? Ja, diese kleinen Segelboote meinst du, ne? Nein, nicht nee. Segelboote, bei den großen Pötten. Ach so, Schlepper. Genau, hinter ja. uns sind die Schlepper. Genau, unsere Schlepper, also Schlepper rechts, Schlepper links, ne? Ja. Abgeschleppt und jetzt abgeschoben. Ja, ach, jetzt werden wir noch abgeschoben. Und manchmal will uns loswerden. Nein, ich glaube nicht. Dabei bin ich nur Ostdeutsche. Wo wollt ihr mich hinschieben? Die Kreuzfahrtcamper gehen über die Klippe. Ja. Ja, es dann, kommt ein Wehr. Nein, kommt nicht. Dann war es das. Das ist das letzte Video. Richtig. Man muss ja die Kamera gut festhalten. Ja, genau. Das geht dann flutsch und dann sind wir unten. Und ihr müsst tragen, ne? Naja, nee. Hin oder her. Auf jeden Fall kann man es so aushalten. Ist sehr gemütlich. Da habe ich mal ein bisschen Verschnaufpause. Ist zwar auch anstrengend, das zusammenzuhalten, aber es geht schon. Naja, mal sehen, wie weit wir jetzt hier noch haben auf der Alla. Laut Jörg sind wir seit 4 Minuten da. Ah, seit 4 Minuten. Jörg, was läuft hier falsch? Wir sollen seit 4 Minuten da sein, weil 40 Minuten sind jetzt um. Was soll ich dazu sagen, wenn ich nur mit Statisten unterwegs bin? Ach, mit Statisten bist du unterwegs, ja gut. Ja, okay, verstehe ich, ist schwierig. Ja. Nein. Das sind hier alles Laien und von daher geht es hier nicht voran, nein. Wir werden jetzt gleich auch mit paddeln und dann geht's wieder ab und dann gucken wir mal, wann wir da sind. Also er paddelt. Ja, und du mal ab und zu. Angekommen. Oh ja. Das war jetzt nochmal eine Fahrt. Alter Falter. Yo, aber war schön. Ja, wir empfehlen euch aber auf jeden Fall andersrum fahren. Richtig, ist einfacher. Definitiv. Ja, Stefan macht jetzt hier ab und zu Spritzgedöns. Genau, für alle. Ich brauche einen Kohl auf jeden Fall. Und auch eisgekühlt mit? Dann gibt es Essen. Eiswürfeln? Nee, ich will kein Eis dazu. Gut, ist nicht schlimm, aber Essen ist gut. Genau, Feedback. Zur Runde. Später. Erstmal Verpflegung. Brauchst du Hilfe? Uns geht's gut. Ja. Aber wir sind noch nicht am Essen, aber egal. Demnächst. Die Wurst ist doch schon drauf, oder? Die Wurst ist drauf, die Vorspeise ist drauf. Ist das Wichtigste schon mal drauf? Ich habe auf jeden Fall Kohldampf. Dito? Und kaputt bin ich auch. Weiß nicht wovon. Na, wie viele Kilometer waren das da? 12? Naja, 14, Jörg 15? Sagt, dass so 12 bis 14 Kilometer Paddeltour war. Ja. 30 gehen wohl am Tag. Naja, das kann ich mir nicht vorstellen. Alter, Alter. Ach, mit anderen Booten fährt man. Und ich sag mal so, wenn wir hier auch Dings hätten, die ganze Zeit keinen Wind und nur Strömung, dann wäre das ja kein Problem. Ja. Ja, es ja. regnet. Es wurde irgendwann angesagt, der Regen. Ja. Das Problem ist, dass ich gleich hier unterrutschen muss, weil es hier. Genau. Ja, oder du musst auf. Oder du gehst ich auf den im Schlitz, genau. Was? Ja. Warum sitzt du im Schlitz? Warum ist das so? Weiß nicht. Ja, das ist hier alles ganz gut. Muss ich ja irgendwann FSK 18 hier machen? Ja, ja. Piep! Genau. Dann essen wir erstmal was, ne? Wir essen jetzt erstmal was. Ich hab Hunger, genau. So. Erstmal guten Morgen. Wir haben noch gar nichts gedreht, falls wir es vergessen haben. Richtig, genau. Und wie schnell das immer alles so vorbeigeht, zeigt es, dass die Ersten schon abhauen müssen, leider. Nick und Marco. Der alte Mann muss nicht in die Klinik, also so lange hält er bei uns nicht aus. Nein, aber wir wünschen ihnen auf jeden Fall alles Gute, aber das wird schon. Na? Kopf hoch, genau. Und ansonsten werden wir aber auch hier langsam zusammenrödeln, weil wir müssen hier bald los. Es ist eine lustige Runde geworden hier. Wir haben auch noch Besuch bekommen, gestern Abend, ganz spontan oder über den Tag über, genau, ja, Maren und Christian. Nachmittag, wir waren bloß nicht da. Genau, wir waren ja paddeln noch. Ja, also. Ja, dann ihr sagen wir erstmal tschüss. Ja, tschüss. 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 Tschüss.
Die Runde hat sich versammelt. Es ist 11.50 Uhr. Ja, 10 vor 12. In 40 Minuten müssen wir vom Platz runter, sonst dürfen wir hier nicht mehr runter. Und müssen in der Nacht bleiben. Genau, man wird uns hier sozusagen sonst runterschmeißen. War das nicht eigentlich eine Alternative? Wir fahren nicht zur Arbeit morgen? Ja, ich glaube, das wollen unsere Chefs nicht. Ach, und ich glaube, eure auch nicht, oder? Bestimmt nicht. Ja, brüllen auch alle. Nee. Immer diese blöden Chefs. Ja. Es war allgemein ein sehr schönes Wochenende, würde ich sagen. Ja, wir haben alle Blasen, wir haben alle uns verbrannt. Ja, das ist halt so, aber es war trotzdem sehr schön. Oder? Ja. Ja, na das ist ja Begeisterung. Es ist Sonntag um 12, was erwartet? Ja, okay. Es ist kurz vor 12, wir müssen ruhig sein. Ach so. Mittagsruhe, ist bestimmt ja, auch hier okay, noch. Gut. Nee, wir werden uns jetzt hier auf den Weg machen und verabschieden uns. Jo. Jo. Noch was zu sagen? Nee. Nö. Außer, wie gesagt, schaut euch den Abspann an nochmal, dann wisst ihr, in welcher Gruppe ihr seid. Also wenn ihr aus Hannover seid, habt ein Van, seid nett, dann könnt ihr in diese Gruppe reinkommen. Und wenn ihr nicht nett seid, dann geht ihr in die Gruppe von den Braunschweigern. Aha. Nett. Verdammt, wir fahren oft zu einer Braunschweigern. Ah nee, zu den Zellern, Hildesheim, irgendwas anderes. Ja, irgendwas, ist egal. Ja, in diesem Sinne, bleibt uns gewohnt, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. It's cold, and don't they miss the leash they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Where we are, it really makes me wonder.